Grüße und herzlich willkommen zum letzten Wow. Dieses Wow. Hier, Wow. 24 Tage an Kunst. Ja, der Weihnachtsbaum stürzt mit dem Laubmüll auf dem Kopf. Er hat sogar einen Namen und er heißt Sass. Siehst. Sass. 3 von 4 Kunst-Pokémon haben es tatsächlich in diesen Adventskalender geschafft. Zugegeben, die einen waren ein bisschen schlimmer als die anderen. Aber das hier ist das hier. Ich weiß, was das ist. Was soll das sein, Game Freak? Das ist ein laubförmiger Haufen Schnecken, vor dem Leute nicht Angst haben. Ich habe überhaupt gar keine dafür. Freunde, wir hatten Pilz als das abartigste Pokémon-Design der Paldea-Region. Wir hatten noch Kurzerber als die größte Entwicklungsenttäuschung. Aber das hier ist mit Abstand das hässlichste, was ich in dieser ganzen Region sehen musste. Das sieht aus wie ein aufgemüllter Plaster-Biosack. So eine Plastikhülle, wo man seinen ganzen Koch reingeworfen hat. Und irgendein umweltverschmutzender Nicht-Müllner entsorgt einfach seine kaputte, verbogene Koch da auch noch in den Müll. Aber hey, könnten ja ein paar Augen rausmachen. Ja, das sollen Augen sein. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um zu peilen, dass dieses Konstrukt da die Augen darstellen sollen? Ich dachte einfach, das hätte keine. Ne, eine. Ich war schon neidisch auf Tom, weil als ich Kurven gesehen habe, habe ich mir auch gewünscht, Augen zu haben. Es ist auch einfach das Lil-Pokémon mit der dümmlichsten Dümm-Geschichte, die ich je gedümmt habe. Irgendwann hat irgendjemand mal was über einen König gesagt. Der König fand das kacke, also hat der König den Twankopf kürzer gemacht. Und als wütender Kopf war der Typ so, dass er erstmal in den Laublaufen reinkacken musste, um sich abzukacken und dann zu Tosh-Josh zu werden. Freunde, 2 Laubhaufen. 2 Lala. Wie verzweifelt mussten die Sachen eigentlich sein? Ich stelle mir gerade so vor, wie der an einem Freimaurerei-Tag ein bisschen Kocharbeit gemacht hat. Vielleicht tatsächlich irgendwie seine Kacke dann in den Kochhaufen gesteckt hat und sich dann gedacht hat. Das ist es! Das ist meine Mumu! Seit 4 Wochen hatte ich keine Idee mehr für ein Pokémon. Aber dieser Lallhaufen, dieser Kochhaufen, Abfallhaufen, dieser Müllhaufen, dieser Biodreckhaufen, das ist mein Kackhaufen. Und daraus mache ich jetzt ein Lil-Un-Pokémon. Was für ein Unti der Biomüllhaufen denn getan? Hast du dich an der Kacke gepiekst? Haben sich die Nachbarn über den Freimaurerei beschwert? Oder kam das mit dem Unti vielleicht erst später dazu, weil du die nächsten 3 Wochen die Lallnummer im Büro gewesen bist, als du ein Koch am nächsten Morgen da hingegangen bist und gesagt hast, ey, wisst ihr was, wir brauchen ein legendäres Pokémon, das ein Kackhaufen ist. Wisst ihr, es ist ja schön und gut, dass man aus einem Alltagsgegenstand irgendwie was dümmlich zaubert, das irgendwie unansehnlich ist und das vielleicht irgendwie auch ein bisschen kacke durchdacht ist. Aber kommt schon mal, das ist ein schneckenförmiger Blättern aus Haufen, Alter. Wo kommt die Schnensch überhaupt her? Was hat das mit der Schnensch auf sich? War das vielleicht das Unti? Hast du vielleicht gerade den Kopf gegriffen und da ist eine riesige Koch auf deine Arm gekrochen? Hast dich so geekelt, dass du dann hinten übergeflickt bist und mit der Haare dann auf irgendwie draufgetreten bist, dir den Kopf angeschlagen hast und die dann so krass zerfetzt, dass du dann die wegwerfen musstest oder keine Ahnung was? Junge, mir schießen gerade die wildesten Gedanken in den Kopf, wie dieses Pokémon entstanden ist. Und alle davon enden irgendwie in so einem Destination-Final-artigen. Aber war es das wert? War es das wirklich wert, all das Leid auf dich zu nehmen, nur um am Ende des Tages als das hässlichste Pokémon in diesem Eventkalender hier zu landen? Ich hoffe nicht wirklich.